Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Magic Arena. Ravnica, The Guild Battle hat gestartet. Prinzipiell ein Special Event, in dem man, das erste Event prinzipiell, in dem man XP bekommen kann. Also für den ersten Sieg kriegt man hier 1000 Erfahrungspunkte und ein Spezial Basic Land. Also dass man nur hier gewinnen kann, was ich ziemlich cool finde und ich muss zugeben, also von den Basic Lands, ja, Ebene ist jetzt nicht so meins, also da sehe ich jetzt was anderes dahinter. Aber hier, die Insel, der Inseltyp, der sieht schon beeindruckend aus. Sumpf sieht auch cool aus. Finde ich auch sehr cool, den Mountain. Ja, Forest, da würde ich jetzt auch keine Stadt eigentlich sehen. Aber naja, und als letztes kriegt man sogar ein Alternativ-Artwork vom Forest. Sehr nice. Moment, ist das die... Ist das ein Hufeisen? Ist das Unglued? Das ist eine Fun-Edition. Eine Fun-Edition eigentlich. Ja, was ist das Guild Battle? Guild Battle ist, wir spielen Event oder präzise Pre-Constructed Decks der Gilden. Die 10 Gilden von Ravnica stehen zur Auswahl. Hier Golgari, Rakdos, Simic, Celestia, Gruul, Boros, Dimir, Izzet, Orzhov und Azorius. Diese haben spezielle Decks, die vorgebaut sind. Wir werden den Kult of Rakdos spielen, deswegen schauen wir uns auch mal gleich das Deck des Kultes Rakdos an. Ja, thematisch zusammengestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Decks auch so kaufbar sind, weil meistens hat man diese Decks gerne in so einem Bundle, wo Magic hier im Handel dann so verkauft wird. Wenn man Bock hat, hier so einen Gildenkrieg zu führen, dann kann man mit seinen Kumpels, gibt bei dem halt eine Gilde und man hat selbst eine Gilde und das Powerlevel ist ungefähr dasselbe. Von den Karten her kennen wir viele der Karten schon, andere haben wir noch nie so wirklich gesehen, wenn man nicht draftet, weil die vom Powerlevel einfach nicht die höchsten sind. Aber Rakdos, das ist es. Chaos, mächtige Removal, Zerstörung, Vernichtung. Das ist es, sage ich euch, das ist es. Rakdos. Und damit probieren wir es. Ich bin sehr gespannt, ob man Siege hintereinander schaffen muss oder ist es egal. Wenn ich 6 Siege habe, dann kriege ich das prinzipiell. Mir wäre diese Variante lieber, weil dann kann man einfach mit Fun hier spielen. Man kann Fun haben und einfach mal spielen, irgendwas probieren, ohne dass man den Druck haben muss. Oh mein Gott, ich muss 6 Mal hintereinander gewinnen, wie es früher war. Das kostenlos ist. Warum? Why not? Why not? 6 Mal hintereinander mit einem Pre-Constructed Deck hier zu schaffen, dass ein Power-Level nicht so hoch ist, ist sowieso ziemlich schwierig. Also es muss wohl so sein. Und das werden wir jetzt herausfinden, indem wir es einfach testen. Cult of Rakdos. Wir haben unseren ersten Gegner. Okay, wir haben den Hakrobat, wir haben Spear und wir haben Skritics. Sehr gute Karten, würde ich behaupten. Okay, fangen wir an. Legen wir los. Jetzt kann ich gleich mit Skewer des The Critics gleich aktivieren. Oh, wir haben einen blauen Gegner. Okay. Na gut. Machen wir erstmal Schaden. Ja, wir möchten Spectacle spielen. Halt. Nein, wollen wir nicht. Aber den Hakrobat wollen wir spielen. Für seine Spectacles. Ah, es war ja nicht. Ja, das war ja nicht das Cut. Dimir, wir haben das Haus Dimir als Gegner. So, Death Touch oder Angriff. Ja, ich kann den ziemlich groß pumpen. Dann greifen wir mal mit dem Hakrobaten an. Okay, dann pumpen wir den Hakrobaten. Erstmal 4 Schaden. Dann legen wir ein weiteres Land. Das ist okay. So, Whispering Snitch. Dimir. Karten abwerfen und so ein Shenanigan-Gedöns. Gefährliche Sache, aber wir haben Damage. Schauen wir mal. Wir haben aber nicht viel Damage. Wir brauchen Skewer the Critics, um irgendwelche Dimir Shenanigans. Okay. Ja. Ist jetzt nicht das Schlimmste, muss ich zugeben. Finde ich gut.
Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, den muss ich eigentlich töten. Im Idealfall töte ich den jetzt. Nein, ich werde ihn töten. Nicht im Idealfall, ich werde ihn töten. Um. Erstmal Schaden uns allen machen. Dann wieder Schaden uns allen machen. Dann töte ich den mal. Weil der stört. Ich habe keinen Bock, dass er hier Leben bekommt. Was soll denn das? Spectacle kosten. Und gutes. So, Schock. Wir haben zwei Schocks. Ah, sehr gut. Einmal hier den Guildmage loswerden und dann Discovery. Schön, schön. Erstmal den Guildmage wegmachen. Hätte ich auch danach machen können, weil dann hätte er was anderes vielleicht gezogen. Das hätte seine Entscheidung beeinflusst, aber ich habe es nicht gemacht. So. Ah, Gedanken auslöschen. Ah, ja. Gut, wir greifen wieder an. Wir pumpen dich wieder. Und gut ist. Schöne 4 Schaden. Aber mir gehen langsam die Möglichkeiten aus. Habe ich den Spearspear nicht genutzt? Ach, egal. Ah, der war getappt, glaube ich. Ja, was ist los? Ah. Ja. Interessant. Dass du den auswählst und nicht den Akrobaten. Das ist doch gefährlicher normalerweise. Okay. Okay. Bedazzle. Ach du Schande, Bedazzle. Na gut. Was kommt da jetzt? Dein kleiner Spontanzauber deinerseits? Ja, du hast es nochmal. Na gut. Non-Basic Lands. Blöd. Hat nicht mal mein Gegner im Einsatz. So, jetzt ist es eher ein Top-Deck-War. Wer kriegt jetzt die passendere Karte? Wir kriegen Länder. Länder ist nicht gut. Länder ist gar nicht gut. Whispered Agent. Ja. Halt, ich wollte noch reagieren. Naja, machen wir ihn so weg. Okay. Hexproof. Ach du Schande, das könnte mein Untergang sein. Light up the stage. Das ist zumindest was Gutes. The Devil und Hackrobat. Na gut, der Hackrobat könnte gegen den Night Vale Predator gewinnen. Er kann sich hochbuffen. Wenn wir denn ihn behalten würden. Das ist schlecht. Night Vale Predator. Das ist eine Karte. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich gegen die ankommen soll. Kannst du mir da helfen? Ja, das ist halt eine Angriffskreatur. Tja, damit ist mein schöner anderer Removal weg. Natürlich! Wie viel Removal hast du noch? Ja gut, der filtert ja auch durch. Der holt sich natürlich die guten Karten. So. Ah ja. Okay. Unser Gegner hat leider noch kein Dual Land oder so gezogen. Ah, immer noch kein... Nur... Natürlich, such noch mehr. Dann holt er noch einen Removal hervor von seinem Friedhof. Das ist bitter. Das ist super bitter.
Bitterste daran ist, dass ich halt nichts gegen den Predator machen kann. Gar nichts. GG. Ich hätte so viel schon machen können, wenn ich denn was... Wenn der nichts gekriegt hätte. Zu viel Capro. So, wir haben diesmal sicherlich letztes Mal gut gebrauchen können. Ja, als fliegenden Blocker, das war eigentlich mein einziges Out gerade. Aber ansonsten, der Gegner darf beginnen, das ist nicht so gut, aber ja, doch, jetzt geht's irgendwie. Irgendwie geht schon was. Beide. Dann kann ich erstmal. Okay, Gruul haben wir als Gegner. Ist in Ordnung. Gruul ist vollkommen okay. Schauen wir mal. Ja, kann wir Block bei Creature Tokens. Okay, ist irrelevant, würde ich mal behaupten. Eiskalt behaupte ich, dass das nicht so relevant ist. Dum, 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 dum. Machen wir das. So. So, hast du Removal? Dann hau sie für die raus. Ja, das ist okay. Oh, das war eine Karte, die ich noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt. Ah, cool, 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 cool. So. Schauen wir mal, ob du auch hier einen Removal hast. Wenn, dann hau ihn raus, bevor Spawn of Mayhem kommt. Text, can't block this turn, das ist egal. Weg mit dir. Ja, das ist auch irrelevant. Spears. Ach, ich hätte ihn für die Spectator-Kosten ausspielen können. Egal. Ja, greif mich an. Dann kann ich mit Spearspur mich unter auf 10 bringen und dann kriegt das Spawn of Mayhem immer mehr Stärke. Mein Bedevil muss ich echt zurückhalten. Weil diese 3-3 ist zwar ärgerlich. Ach, ernsthaft? Ja, was ist denn hier los? Ja, wie viel Removal hat denn der? Nutzen wir doch mal. Dann muss man halt auch killen. Und attackieren. So, Carnage. Will ich am besten nutzen, wenn er nur noch zwei Karten in der Hand hat. Wenn er gar keine Auswahl mehr hat. Jetzt nämlich. My turn. Carnage Boy. So, wenn du angreifen willst, dann tu das bitte. Hey, Friends, bla 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 bla. Oder natürlich, natürlich. Dann so. Nein, weitere Removal, natürlich. Das ist doch gut für so jemanden wie ihn. Arctus Fire Creature. Nee. Spielen wir dich. So, im nächsten Zug kann ich zwei Kreaturen setzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, jawohl. Das ist deine stärkste Karte, würde ich sagen. More than one creature. Mhm.
gefährliche Sache auf jeden Fall. Gut, gut. Dann muss ich blocken. Sehr gut, sehr gut. Ich habe einen weiteren Blocker bekommen. Kann ich im Gegenzug angreifen? Ja, gut. So, jetzt brauche ich einen Damage Spell. Ja, ist auch okay. Was hat er? Hat er noch ein Land gezogen? Komm. Yes! Er hat noch ein Land gezogen oder sowas in der Art. Nice! Haben wir gerade so noch geschafft, indem wir eine Kreatur nach der anderen gezogen haben. Schön. Unser Gegner darf wieder anfangen. Wir haben ein Removal. Wir haben Early Game Creatures. Mid Game Creatures. Wir haben Blau. Wir haben. Okay. Wir wissen, was wir haben als Gegner. Wir haben einen lästigen Dimir-Spieler mit. Ja, aber dann müssen wir das Phantasm töten, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Das wird die Aufgabe meines nächsten Zuges. Den töten. Und danach werde ich wahrscheinlich Spawn of Mayhem spielen. Was? Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Die drei Schaden muss ich nämlich irgendwie hinbekommen. Aber. Okay. Lass mal einen Schaden machen. Hier so. Greifen wir mal an. Ich erwarte nämlich genau noch was weiteres, um die zu vergrößern. Das macht nichts, das ist gut. Der blockt. Das ist gut, das ist sehr gut. Und dann können wir die Karte wegmachen. Einzig Ärgerliche ist, ich habe keinen weiteren Mountain. Das wäre gut gewesen. Der Agent. Der hat nur blaues Mana im Moment. Okay. Jetzt mal ein paar Karten nachziehen. Okay, das ist der nächste Zug. Aber erstmal jetzt hier das Spiel. Letzten! Leider ist es meine Trumpfkarte und die wird immer Opfer eines gegnerischen Angriffs oder Zuges. Removals. Ich glaube, mein Gegner braucht dringend schwarzes Mana. Oh ja. Bodenkreatur ist mir irrelevant. Der dauernd discovern kann, das ist das Gefährliche. Hier, schau mal. So sieht ein Land aus. So sieht dein Ende aus. Ich muss einfach bloß sein Leben unter meins drücken und dann können die Speerschießenden den Rest erleben. Oh, nur blaues Mana. Das ist natürlich bitter, Bone Daddy. Bitter. Wunderbar. Okay, mit Raktus geht's. Mit Raktus läuft's. Oh ja, oh, holy... Ach ja, gut, das sind die ganzen Sachen. Nice. Nice. More of it, please. More of it. Wir haben Packs bekommen. Ihr seht, mit Raktus funktioniert es schon mal. Aber ich habe auch vor, noch ein anderes Deck zu spielen. Also viele spielen Dimir, das ist schon mal langweilig. Dimir ist nervig. Aber wir schauen einfach mal. Gegen Dimir. Wenn Dimir die Meta ist, dann müssen wir schauen... Was können wir gegen diese Meta spielen?
So, Mastery Tree gab es auch was Feines. Einen weiteren Point. Ich gehe in die Richtung von Green. Shifting Ceratops. Ja, Shifting Ceratops kann man spielen. Spielbar. Bam. Tada. Gut. Schön. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal. Warte mal, können wir wechseln? Das muss ich jetzt schnell mal testen. Ja, man kann jederzeit wechseln. Na, dann ist ja wunderbar. Dann ist es auch hier 6 Siege kriegen und alles ist gut. Schön, dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und den Kampf mit einer neuen Gilde aufnehmen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.